Servus und willkommen zu einer neuen Aufnahmesession World of Warcraft. Eine kleine Ankündigung ganz zu Beginn. Und zwar, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich in Zukunft auch in World of Warcraft jede Folge mit einer Begrüßung beginne und mit einer Verabschiedung beende. Ich finde das einfach persönlicher. Es ist zu einer Playlist vielleicht ein bisschen nerviger, wenn ihr alle 15, 20 Minuten eine Begrüßung und eine Verabschiedung hört. Aber ja, keine Ahnung. Ich möchte einfach inzwischen dazu übergehen, dass jede Folge einen Anfang und ein Ende hat. Zumindest in World of Warcraft. In Jagged Alliance mache ich das ja sowieso. Bei kommenden Projekten weiß ich das noch nicht, aber das passt einfach auch zu World of Warcraft, finde ich. Und dementsprechend stellt euch darauf schon mal ein. Das heißt, in Zukunft immer beim Beginn jeder Folge eine kleine Begrüßung und bevor ich die Folge beende, eine kleine Verabschiedung. Alles klar. Ansonsten, der Hans geht schon ein bisschen besser. Ich habe die jetzt immer noch in einem dicken Verband drin, dass die ein bisschen gestützt ist und ich sie nicht allzu viel bewegen kann. Und ich muss ehrlich sagen, also die Schmerzen, die sind jetzt schon fast ganz weg. Ich gehe einfach von einer leichten Verstauchung aus, was ich mir dazu gezogen habe. Und das sollte jetzt eigentlich in den nächsten Tagen gut werden. Schreiben geht auf jeden Fall auch ganz gut. Das heißt, mit den Prüfungen wird es wahrscheinlich auch keine Probleme geben. Ja, Sinan ist happy, Marilee ist auch happy und unser kleiner Raptor ist, glaube ich, auch happy. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir mal, was wir alles machen müssen, gell? Ich habe das schon wieder ganz vergessen. Schildkröten müssen wir töten und ihr Fleisch, beziehungsweise ihre Zungen sammeln. Dann mussten wir hier zu so einem Einsiedler und hier noch hinten zu diesem Gasthaus, was überfallen worden ist. Dann würde ich sagen, schwingen wir uns mal auf unseren Greif und dann geht's schon mal ab zu den Schildkröten. Vielleicht finden wir auf dem Weg ja noch die eine oder andere Quest. Außer der blöden Erste-Hilfe-Quest hier. Die ich übrigens offscreen auch nochmal versucht habe. Ich habe es schon wieder nicht geschafft. Ich bin da einfach viel zu schlecht dafür. Deswegen werden wir das auch nicht mehr probieren. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht hinbekomme. Hey, da vorne haben wir eine neue Quest von bei Leutnant Aden oder Aiden. Schauen wir mal, was er uns für was er eine Aufgabe für uns hat. Braucht ihr etwas? Beunruhigende Berichte. Unsere Spätpatrouillen haben in letzter Zeit Beunruhigendes zutage gefördert. Sie berichten von Männern mit roten Kopftüchern der DVAs, die entlang der Schreckensmoorküste nördlich von Terramor umherwandern. Wrackteile in dieser Gegend lassen darauf schließen, dass es sich um Überlebende eines Schiffsbruchs handelt. Aber uns mangelt es an Informationen. Hauptmann Weimore bei der Speerwacht, einem Wachturm nördlich der Stadt, sucht nach einem Helfer, der diesen Berichten nachgeht. Alles klar? Das werden wir natürlich machen. Dann auch schon mal raus aus Terramor. Und ich habe mich übrigens dazu entschlossen, dass ich kann das jetzt im Prinzip schon verraten, weil eventuell lade ich das nämlich heute schon hoch. Ich weiß nicht, ob ich das zeitlich schaffe. Ich werde zumindest mal, also nicht wirklich regelmäßig, zumindest jetzt am Anfang noch nicht. Das werde ich dann dementsprechend umstellen, je nachdem, wie es ankommt. Ja, die es nicht hören können, einfach die Ohren zuhalten. Ich werde ein Minecraft-Let's Play starten, ein ganz normales Singleplayer-Let's Play. Ich habe mir da auch schon ein paar Sachen überlegt, dass es quasi nicht komplett 0815 wird. Ja, wie gesagt, also wenn ihr diese Folge seht, ist wahrscheinlich die erste Folge von Minecraft entweder schon oben oder sie wird mit dieser Folge gleichzeitig heute, an diesem Tag, wo ihr die Folge seht, um 14 Uhr freigeschaltet worden sein. Also entweder gestern schon oder quasi heute mit. Da ich jetzt diese Aufnahmesession am... Was haben wir heute? Jetzt muss ich mal kurz gucken, was haben wir denn heute? Donnerstag haben wir heute, gell? Ja. Am Donnerstag aufnehme. Das heißt, die Folge, die ihr jetzt seht, lade ich zuerst am Freitag hoch. Und Minecraft wird dann wahrscheinlich auch am Freitag hochkommen. Eventuell schaffe ich es jetzt am Donnerstag noch. Das heißt, vielleicht habt ihr sie schon gesehen, wenn ihr das hier seht. Aber ist jetzt im Prinzip auch vollkommen egal. Ich wollte das nur mal ankündigen. Und sobald Jagged Alliance 2 fertig ist, was ungefähr zu der Zeit ist, was ich ja schon mal erwähnt habe, wenn ich mit den Prüfungen fertig bin, dann ja, wird es dieses Voting geben, wo ihr dann quasi dann das dritte Projekt, was dann laufen wird als drittes Projekt, entscheiden könnt, was ich spielen soll. Aber dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Minecraft jetzt auf jeden Fall als kleine Ankündigung, dass ich das jetzt schon starte, aber eben noch nicht richtig regelmäßig. Je nachdem, wie es ankommt, kann man das dann auch ausweiten auf eine Folge pro Tag oder sowas. Muss man dann mal gucken. Also, beunruhigende Berichte. Der Hauptmann versucht ganz offensichtlich, eure Fähigkeiten einzuschätzen. Ihr habt also von dem Schiffswrack an der Küste gehört? Gut, ich könnte noch etwas Hilfe gebrauchen, um meinen Verdacht gegenüber den Überlebenden zu bestätigen. Willkommen an Bord, Marilee. Yes, sehr schön. DVAs in Düstermarschen?
Meine Späher haben von einem Schiffswrack nahe des Strands im Nordosten berichtet. Schiffswracks sind hier draußen zwar nichts Ungewöhnliches, aber den Berichten zufolge tragen die Überlebenden alle rote Kopftücher. Das ist das Symbol der Defias. Anscheinend hält sich ihr Anführer auf einer großen Insel in der Nähe der Küste nordöstlich des Turms auf. Tötet ihn und nehmt alle Unterlagen an euch, die ihr bei ihm findet. Alles klar? Und eine zweite Quest hatte er auch, oder? Ach nee, okay, das war quasi die Folgequest dazu, die uns vorhin angezeigt worden ist. Ja, jetzt haben wir hier im Norden einiges zu tun. Das wird wahrscheinlich diese Insel hier sein. Oder diese kleine Insel hier. Na, können wir das mal ausblenden? Genau, die kleine Insel hier, wo der Chef von den Defias drauf ist. Dann würde ich sagen, reiten wir da mal hin. Und danach werden wir hier bei dem Einsiedler vorbeischauen. Der hat auch noch ein paar Quests, die hier rund um seine Hütte erledigt werden müssen. Aber wie gesagt, zuerst einmal hier ans Ufer, ein bisschen um die Schildkröten und die Defias gekümmert. Und dann können wir mal gucken. Was haben wir hier? Eine Spinne. Die lassen wir erstmal. Und dann fangen wir am besten erstmal mit den Schildkröten hier an. 8 Zungen müssen wir aufheben. Ich hoffe, dass die zu 100% gedroppt werden. Das wäre ein bisschen blöd, wenn nicht. Schildkrötenfleisch, okay. Scheinbar nicht. Das ist ein bisschen blöd. Die ist ein bisschen blöd, aber schauen wir mal. Vielleicht droppt er bei jedem zweiten. Da müssen wir nicht ganz so viele umbringen. Und eventuell laufen die auch hier zwischen den Piraten rum. Dann können wir das alles zusammen machen. Dass wir hier quasi nicht erst die Schildkröten töten müssen, sondern da hinten alle zusammen erledigen können. Und ich sehe gerade, wir haben gleich wieder ein Level Up. Das ist der Wahnsinn. Wir kommen Level 40 immer näher. Dann können wir auch endlich schnell reiten. Da freue ich mich ja schon ganz besonders drauf. Okay, so sehen die aus. Die sehen ja aus wie, keine Ahnung, Nieren oder Mandeln. Komisch. Sodala. Ja, was gibt es zu Minecraft zu sagen? Ich habe im Moment einfach richtig Bock, Minecraft zu zocken. Ich habe mir jetzt auch wieder einen eigenen Server bestellt. Ich habe jetzt knapp ein halbes Jahr eine Minecraft-Pause gemacht und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt wieder richtig, richtig Bock drauf und da habe ich mir echt gedacht, warum nimmst du das nicht einfach auf? Es ist zwar wirklich komplett übersättigt, aber ich habe da einfach Bock drauf. Ich denke, dass ich das gut rüberbringen kann. Weil dadurch, dass ich einfach motiviert bin, spiegelt sich das, denke ich, auch im Let's Play wieder. Und ja, dementsprechend habe ich mir halt vorgenommen, das aufzunehmen. Das werde ich jetzt nach World of Warcraft direkt aufnehmen. Und dann eben, je nachdem, wie ich das mit dem Rendern hinbekomme, heute noch, eventuell sogar heute Abend noch hochladen. Beziehungsweise dann halt gestern Abend. Müssen wir da mal gucken, auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall sehr spaßig, das kann ich euch schon mal versprechen. So ein bisschen Let's Play-Erfahrung habe ich ja jetzt auch schon gesammelt, dadurch, dass ich jetzt knapp schon 200 Videos gemacht habe. Das heißt, einigermaßen frei reden ist inzwischen absolut drin. Auch wenn mir mal gar nichts einfallen sollte, dann labere ich halt irgendeinen anderen Mist. Zumindest, wenn ich gut drauf bin. Bei der letzten Aufnahmesession war ich ja ein bisschen müde, da ist das alles ein bisschen schwieriger, aber ja, normal klappt das eigentlich ziemlich gut. Das heißt, es gibt eigentlich kaum mehr irgendwelche stille Pausen, wo ich ungefähr gar nichts sage. Von dem her gehe ich ganz davon aus, dass ich Minecraft auch einigermaßen gut kommentieren könnte. Das wird jetzt auch für mich ein kleiner Test sein, wie das so läuft. Deswegen möchte ich das jetzt am Anfang auch gar nicht als regelmäßiges Projekt ankündigen, sondern einfach mal so ab und zu, wenn ich mal wieder Bock habe, hochzuladen, beziehungsweise aufzunehmen, dass ich das irgendwie so, keine Ahnung, alle 2 Tage mal eine Folge oder so hochlade und je nachdem, wie es halt bei euch ankommt, wenn es richtig gut ankommt, dann lasse ich da auch gern mit mir drüber reden, dass wir das ein bisschen ausweiten und dann wirklich auf täglich umsteigen. Aber das wird sich dann an der Resonanz zeigen. Wenn es total beschissen ankommt, dann breche ich es vielleicht komplett ab oder, keine Ahnung, pausiere es oder lade halt dann wirklich weiterhin nur dann hoch, wenn ich Bock habe, gerade aufzunehmen und dann auch das ganze Zeug hochzuladen. Aber müssen wir dann auf jeden Fall mal gucken. Das wird auf jeden Fall die Zeit zeigen. Da möchte ich mich jetzt absolut noch gar nicht drauf festlegen, wie wir das machen wollen. Müssen wir auf diese Insel? Ja, wir müssen auf diese Insel dann einmal rüber und auf dem Weg hier noch die Schildkröte genommen. Die Schildkröten sind ziemlich riesig. Kennt ihr diese kleinen Schildkröten, die man sich im Zoohandel kaufen kann? In diesen Tiergeschäften? Die finde ich richtig, richtig süß. Wollte ich auch immer mal eine haben, aber früher irgendwie, keine Ahnung, meine Eltern wollten das nicht und
Dementsprechend, keine Ahnung, hatte ich mal einen Wellensittich eine Weile. Der ist dann aber auch ziemlich schnell wieder verstorben. Obwohl wir uns sehr gut um ihn gekümmert haben. Ja, keine Ahnung. Ich, mal gucken. Also Schildkröten brauchen, glaube ich, nicht so viel. Ja, ich sag mal, machen nicht so viel Arbeit. Das heißt, ich wohne ja noch zu Hause. Falls ich jetzt nach dem Studium irgendwann mal meine eigene Bude haben sollte, lege ich mir vielleicht mal eine Schildkröte zu. Weil, wie gesagt, ich finde die ziemlich putzig, die Kleinen. Allzu viel Arbeit machen sie auch nicht. Und generell alles, was klein ist, ist irgendwie süß. Das ist ja genauso wie mit unserer Merrily hier. Die ist einfach klein und putzig. Das ist... Ja, keine Ahnung. Da kommt irgendwie so der Beschützerinstinkt vom Sinan raus. So, lala, sehr schön. Ja, und generell, die ganzen kleinen Versionen von Tieren und auch von Menschen, die haben ja noch dieses Kindchenschema und ein normaler Mensch reagiert da einfach mit "Oh" drauf, so ungefähr. Und ich glaube, das ist auch völlig normal. Das passiert, glaube ich, auch instinktiv. Das ist einfach menschlich, dass alles, was klein und süß ausschaut, einfach, ja, beschützt werden möchte, dass man das süß findet. Yes, sir! Einmal ein Level up und ich glaube, wir können wieder einen Talentpunkt vergeben, gell? Yes, sehr schön. Wie schaut's aus? Rache kriegen wir auf Stufe 40. Das können wir eh noch nicht lernen. Wir haben jetzt schon 14, das heißt, auf Stufe 39 können wir dann im Prinzip schon unseren ersten Punkt in Rache stecken, weil wir das ja mit Stufe 40 bekommen werden. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung drauf. Aber den 15. Talentpunkt werden wir erstmal in Schildbeherrschung stecken, glaube ich. Genau, Stellung halten ist jetzt noch nicht so sinnvoll, weil das über Parieren geht. Und Parieren haben wir absolut noch nicht viel. Das sind gerade mal 7%. Bei Blocken haben wir 20%. Und dadurch, dass wir jetzt hier einen Punkt reinstecken, können wir auch Schildblock nochmal 10 Sekunden früher nutzen. Das heißt, alle 40 Sekunden, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, Schildblock zusätzlich 6 Sekunden lang, Magieschaden um 7%. Perfekt. Ich würde sagen, das ist der optimale Punkt, den wir reinstecken können im Moment. Und dann kümmern wir uns mal weiter hier um die Defias. Was müssen wir hier eigentlich noch machen? Ich glaube, nur noch die Schildkröten töten, oder? Weil von den Defias brauchten wir ja eigentlich nur den Boss und den haben wir schon getötet. Dann können wir uns im Prinzip wieder Richtung Wasser begeben. Hier sind übrigens Glühwürmchen. Seht ihr das? Hui! Sehr schön. Ja, Schildkröten. Schildkröten brauchen wir noch einige. Mal gucken, ob wir das in der Folge noch schaffen. 5 Stück brauchen wir noch. Und 4 Stück, sehr schön. Die Hälfte hätten wir schon mal. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, wie ihr das haltet, dass ich jetzt auch bei World of Warcraft jede Folge mit einer Begrüßung und mit einer Verabschiedung, ich sag mal, schmücke. Ob ihr das gut findet, ob ihr das schlecht findet, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, weil da gibt es ja echt gespaltene Meinungen. Die einen sind wirklich dafür, dass, wenn sie sich die Videos in der Playlist anschauen, dass sie da einfach nahtlos von einem Video ins andere übergehen. Ich bin zum Beispiel jemand, der absolut keine Intros mag, weil wenn vor jede Folge ein Intro geklatscht wird und man sich die Videos in der Playlist anschaut, dann bringt das einen wieder total raus. Ist das auch so bei Begrüßungen und Verabschiedungen? Ich weiß es nicht. Also ich finde das eigentlich ganz, ganz nett. Ich habe mich halt bei World of Warcraft anfangs dagegen entschieden. Dass es halt, ja, dass der Spielfluss irgendwie bestehen bleibt. Wenn man zum Beispiel gerade in der Quest ist, dann endet die Folge. Und wenn es dann in der nächsten Folge direkt in der Quest weitergeht, dass dann auch die Videos nahtlos ineinander übergehen. Aber ich sag's mal so, also bei den meisten Abonnenten ist es ja so, dass sie die Videos sowieso genau dann anschauen, wenn sie rauskommen. Das heißt, höchstens neue Zuschauer schauen sich mal mehrere Videos hintereinander am Stück an. Das heißt, für den normalen Zuschauer ist es sicher angenehmer, wenn es bei jeder Folge eine neue Begrüßung gibt, weil dadurch, dass man jeden Tag nur eine Folge schaut von dem Projekt, ist das irgendwie so ein schöner Abschluss, beziehungsweise so ein schöner Rahmen um die Folge rum. Wenn man eben begrüßt wird als Zuschauer und ja, auch noch ein schöner Tag gewünscht wird nach der Folge. Und keine Ahnung, ich finde, das passt. Also ich habe da meine Meinung inzwischen geändert. Weil wie gesagt, ein Großteil ist einfach so,
dass sie täglich eine Folge schauen und nur ein geringer Bruchteil der Abonnenten wirklich mehrere Folgen am Stück schaut. Sei es jetzt, ob sie keine Zeit haben oder dich neu abonniert haben oder sowas, keine Ahnung. So, mal gucken, ob wir jetzt die letzten zwei noch ganz fix bekommen. Ne? Ich mache jetzt die Folge einfach so lang, bis wir die 8 zusammen haben. Wir haben jetzt zwar schon 15 Minuten, aber das ist ja wurscht. Das ist ja im Prinzip ganz egal. Da müsst ihr jetzt eh den 7. droppen. Nee, leider nicht. Mal gucken, ob hier überhaupt noch welche sind. Nee, da müssen wir nochmal in die andere Richtung reiten. Schauen wir mal, da hinten wäre noch eins. Ah, da unten ist auch noch einer. Nehmen wir den natürlich mit. So, lala. Ne? Ja, sehr schön. 7 von 8. Und dann nehmen wir ihn noch mit. Und wenn es nicht geht, dann die da hinten. Ach, das sind Fische, okay. So, einmal die Waffe gegen den Kopf. Bam. Übrigens, ich muss mich echt brutal bedanken. Ich krieg zurzeit so viel Lob. Das ist echt gigantisch, was ihr da aus euren Fingern saugt teilweise. Das ist... Da muss ich teilweise wirklich, wirklich grinsen, weil ich das einfach so niemals erwartet hätte. Also das ist richtig, richtig krass, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dürft ihr absolut fortführen. Finde ich richtig, richtig geil. Und wie gesagt, ein dickes, dickes Dankeschön dafür. Das bestätigt mich, das motiviert mich, meine Arbeit weiterzuführen. Das ist einfach richtig, richtig geil. So, einmal angestürmt. So, lala. Perfekt, dann haben wir 8 von 8 zusammen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich, dass ihr euch wieder bei der Folge eingeschaltet habt. Und mit einem Blick auf unsere kleine Marilee und also auf unseren kleinen Raptor, beziehungsweise auf seinen Arsch, verabschiede ich mich. Und ja, wir sehen uns morgen. Ciao!